heute wieder ein neues Video für euch und heute werden wir aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen. Als ich nämlich so Inspiration für mein Zuhause gesucht habe, habe ich zum Teil echt heftige Sachen gesehen und von dem einen kommt man aufs nächste, was aber noch krasser ist und noch krasser. Ich glaube, ihr kennt das, wenn man auf Pinterest oder auf sonst wo unterwegs ist und das gucken wir uns heute zusammen an. Und ich habe gute Neuigkeiten. Wir alle dürfen ganz laut und so oft wir wollen wow sagen. Das ist heute mal nicht verboten. Und wir können auch schon mal oh sagen, weil wir uns das alles niemals in unserem Leben leisten können. Trotzdem, gib her, wir gucken. Was ist das? Ein Glaskasten, der schwebt. Da ist ein Bett. Da ist ein Bett drin. Das ist ein Schlafzimmer. Oha. Ich finde den Pool schon Oberhammer. Das ist so ein Infinity Pool der Extraklasse. Und dann hat er dann noch sein Schwebeschlafzimmer darüber. Und dann am besten kann er wahrscheinlich auch noch von da nach da reinspringen. Und er lebt über den Bäumen. Das ist so cool. Das ist irgendwie ein Baumhaus der modernen Art. Nein, das ist ein Baumhaus. Ah! Wie heftig. Ich hatte so Angst, dass das zusammenbricht. Wie bekommt man da einen Pool rauf? Wie bekommt man da Möbel rein? Ach so, das ist bestimmt so eine Brücke oder so, ne? Krass, auf Stelzen leben. Das ist wirklich über den Bäumen leben. Da fühlt man sich bestimmt wie ein Vogel. Und guck mal, der Mann steht da, der könnte da runterfallen. Hä? Also ich würde so Sicherheitsnetze rundherum aufbauen. Darunter. Und hier nochmal die Liegen, wo man dann so quasi die Aussicht, die muss ja mal oberkrass sein. Das ist ein Aquarium? Eine Wendeltreppe, die in einen Teich führt? Ach so, nee, da ist noch ein Glasboden drüber. Da ist ein Teich und ein Glasboden und ein Wasserfall. Wow, das ist zu viel für mich. Ich glaube, manchen reichen Leuten ist einfach langweilig. Oder das war sein Kindheitstraum. Vielleicht. Oh, wie schön ist das denn? Die schönste Bibliothek ever? Aber wenig Platz für Bücher, weil halt die Regale unten alle aufhören. Aber das ist mitten im Wald. Also ich finde es eher ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also das muss ich jetzt nicht haben. Das willst du aber haben, das, oder? Das will ich haben. Mist, wieso ist mein Zimmer schon fertig? Ich will das. Wie cool, einfach eine Schaukel mitten im Zimmer. Und die sieht auch noch richtig schön aus. Da würde ich auch auf mein Bett verzichten, weil man sich klein macht, kann man da bestimmt auch drin schlafen. Oder zu zweit drin sitzen. Auch zum Filme gucken wäre das bestimmt cool. Nee. Guck mal, da unten ist der Eingang. Und dann? Dann ist da eine kleine Wendeltreppe nach oben. Oder eine, wie heißt das? Dass man so runterlässt. Strickleiter. Ich würde da nicht reingehen. Ich hätte Angst, dass das umfliegt. Aber meinst du, das war mal alles ein Berg und der ist weggebrochen? Und dann ist es übrig geblieben? Ja, weil wie soll man das denn bauen? Oder vielleicht war das genau so ein Berg und die haben genau das Haus in der Größe drauf gebaut. Crazy, einfach nur crazy. Stell dir vor, das ist dein Wohnzimmer. Ich glaube, da drin halt ist sehr laut. Da sagt man so, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Heftig. Ja, man hat auf jeden Fall viel Platz zum Sitzen. Man kann sich immer aussuchen, wo man sitzen will. Sieht aus wie in der Harry Potter Bank. Ja. Smart. Das ist ja mal richtig cool. Da hat man es immer ordentlich im Badezimmer. Und man kann nichts vergessen, weil man, kennt ihr das? Man liegt in der Badewanne und denkt sich, oh Mist, jetzt habe ich das und das irgendwo vergessen. Und dann macht man einfach auf und kräuft hin. Und ich glaube, für Gäste wäre das auch so ein ziemlich cooler Show-Effekt. So dick und dann macht so. Wie das so ein Haus, wo ich mir nicht sicher bin, wie lange das noch steht. Ja, ich glaube, die dürfen nicht so schwere Möbel reintragen. Aber vielleicht, das war einfach eine Brücke und da haben die das drauf gebaut. Und jetzt sieht das nur so komisch aus. Wie? Ja, aber wer baut ein Haus auf eine Brücke? Und hinter der Brücke ist nichts. Also crazy. Ein fliegendes Bett. Ein schwebendes Bett. Wie cool. Das ist besser als das Sessel vorher. Oh ja, das ist... Oh wow. Das will ich haben. Ich auch. Genau das. Alles. Ich will das mit den Vögeln und mit dem Bett und alles. Das sind Wolken am Boden, damit man denkt, man ist über den Wolken. Oh Mann. Und das würde ich aufs Wohnzimmer nehmen. Ich finde das cool. Das sieht voll cool aus. Sehr bunt, aber ich glaube, das nervt einen irgendwann, oder? Vielleicht sollte man das machen, wenn man so reich ist, dass man drei Wohnzimmer hat. Dann hat man so drei Themenwohnzimmer und vielleicht noch ein neutrales zum Beruhigen. Und dann geht es einem bestimmt nie auf die Nerven. Also ein buntes, ein schwarz-weißes. Und ein neutrales. Was ist neutral? Beige. Ja, Naturtöne. Einfach mal eine Rutsche in die Küche. Kinder essen! Nein! Das ist für die Wäsche? Ist das für Kinder? Das ist die Waschküche. Ach so, die Wäsche rutscht da runter. Kann man da nicht runterrutschen? Doch, klar, Kinder können auch mit runterrutschen. Klar, da passt doch locker ein Mensch hin. Du würdest da auch drin passen. Aber bricht es vielleicht zusammen. Wenn es sonst nur für die Wäsche gebaut ist, vielleicht. Das ist aber eine Rutsche für Menschen. Oh ja. Stell dir das mal vor. Stell dir wirklich mal vor, du hast ein Haus mit einer eigenen Wasserrutsche. Die muss man dann nachts aber immer zusperren, weil sonst kommen Fremde. Gibt's was Besseres? Ja, nicht. Wow. Oh, wow. Das muss ein Eichhörnchen. Hey,
hinter der Kamera ist ein Fenster und da war am Fenster gerade ein Eichhörnchen. Wirklich. Man könnte meinen, wir wohnen auch im Wald, aber wir wohnen nicht im Wald. Es hat uns angeguckt. Das war voll süß. Ich nenne es Rudi. Rudi, bist du noch wo? Das war ganz rot. Oh, voll niedlich. Alle Eichhörnchen sind rot. Nö, es gibt graue auch. Ach ja, es gibt auch so dunkelbraune, ne? Das war so süß, dass du süß reingeguckt. Also ich will gerne im Wald wohnen, da drin. Ja, weil dann hast du öfter Eichhörnchen, die in dein Fenster gucken. Vor allem, du hast ziemlich viele Fenster. Und dann am besten vielleicht noch so ein Fenster, wo die mich nicht sehen. Das ist creepy. Weil ich dann die Eichhörnchen beobachte? Ja. Das ist für die Eichhörnchen merkwürdig. Ja. Die armen Eichhörnchen. Corona Toilet. Ja, da wird das Klopapier nicht so schnell ausgehen. Nimmt man dann immer woanders? Schon, oder? Das ist mir ein bisschen unbequem, von da oben das Klopapier zu nehmen. Vor allem, da muss man ja so ganz fest, so tschack, und dann kommt die ganze Rolle eigentlich runter. Habt ihr das schon mal ausprobiert, so Klopapier so fest, und weil man dann denkt, dann reißt es ab und in echt kommt da voll viel runter? Kennt jeder, oder? Und im Meer wohnen. Krass, das ist so krass. Aber das finde ich gruseliger als im Baumhaus. Echt? Ja, stell dir vor, da kommt ein kleines Loch. Aber wenn es nur ein kleines Loch ist, dann hast du eh noch Zeit, bis sich das füllt. Aber wenn ein kleines ist, dann wird alles kaputt. Es gibt aber auch so ein Hotel, wo du quasi im Aquarium lebst. Ich lebe im Aquarium. Hier sehen sie eine Victoria. Schwimme ich dann vorbei? Und du wohnst drin, die Fische gucken dich an. Ach so. Ja, das ist ein Kunstobjekt, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es einfach eine sehr witzige Familie, die auf einem Kopfüberhaus wohnt. Aber da ist ja dann fast kein Platz, weil die Wände so sind. Ach, da kann man viel mehr Deko an die Wände machen. Es war schon wieder da. Es ist jetzt wieder zurückgelaufen. Hallo, Rudi, wo bist du denn? Glaubt ihr uns das eigentlich oder denkt ihr, wir denken uns das aus? Wir versprechen es. Wir müssen eine Kamera aufs Fenster richten. Ja, eine Wildtierkamera. Die gibt's im Wald. Was macht er denn, glaubst du? Wir können mal Nüsse rausgeben. Ich habe Mandeln. Mögen die Mandeln? Nein, Walnüsse. Cashews? Nein. Ich habe keine Walnüsse. Wie findest du das? Cool. Aber was ist da auf dem Dach eigentlich? Eine Skateboardbahn? Oh, wie schön. Wow, das sieht aus wie ein Hotel. Richtig schön. Praktisch. Das ist bestimmt im gleichen Haus wie die Badewanne, wo die man auch machen kann. Wie cool eigentlich. Aber stell dir vor, du musst runter und dann sind die Treppen offen und dann musst du drüber springen. Nein, dann musst du alle jede Nacht drei wieder zumachen. Bis wohin geht das eigentlich? Geht das noch mehr oder? Yes. Was ist das? Ist das ein Baum oder ein Berg? Das ist ein crazy house. It's a creepy fairy tale treehouse in Vietnam. Ein Baumhaus. Das ist echt creepy. Wohnt da jetzt wer drin oder nicht? Vielleicht ist das so ein Sightseeing-Ding. Hey, war das echt mal ein Baum? Ja. Aber ein dicker Baum. Das ist ein sehr dicker Baum. Das ist eine echte Rutsche, stimmt's? Das ist die ganz gleiche Rutsche. Vielleicht gibt es so einen Zwischenausgang oder so. Vielleicht gibt es die Rutsche einfach bei Amazon. Holen wir sie? Ich baue meine Treppe aus und baue nur noch eine Rutsche ein. Ich weiß noch nicht, wie ich dann raufkomme, aber wenn man sich anstrengt, kann man auch eine Rutsche wieder rauflaufen. Man kann auch eine verkehrte Rolltreppe laufen. Das ist, denke ich, die verrückteste Badewanne, die ich je gesehen habe. Ein wahrer Meerjungfrauentraum. Oder als Bett. Okay, das finde ich creepy. Stell dir vor, das fällt zu und dann kriegst du es nicht mehr auf. Also ich meine, es wäre bei der Badewanne auch doof, aber beim Bett wäre es irgendwie auch doof. Aber da braucht man keine Rollos mehr. Man kann einfach, man legt sich rein und macht das Bett zu. Stell dir mal vor, wie? Also was für ein Mensch hat das? Also von welchem Menschen ist das Schlafzimmer? Ist ja auch schön so, dass alles drumherum ist mega schön, aber das Bett ist schon speziell. Vor allem sind Steine drunter, so Plastik. Stell dir vor, derjenige, dem das Bett gehört, der schaut gerade dieses Video. Hi! Hi, welcome! Hallo, das kann auch wer aus Deutschland sein. Hallo! Servus! Grüezi! Buongiorno! Salut! Kannst du noch was? Mm-mm. Vielleicht war er jetzt dabei. Ich weiß, meine Aussprache ist on fleek. Da sieht man die Fußabdrücke, wenn ein Einbrecher da war. Das ist Toastbrot, oder? Ja. Aber das fühlt sich bestimmt schön an. Ja, aber wahrscheinlich nur einen Tag lang und danach ist das Toastbrot ausgetrocknet. Aber warum tut man das? Das ist auf jeden Fall noch frisch. Vielleicht ist das Prank. Das notiere ich mir gleich. Kannst du das in meinem Bett machen? Ich stelle es mir auch cool als Bett vor. Wow, ich glaube, diese Person mag rosa und gelb. Das gehört zum Wohnzimmer von vorher. Das finde ich weniger schön. Also das andere war echt cool, aber das hier ist so ein bisschen eigenartig. Also ich ziehe das schwebende Bett ein. Ich war erste, ich habe es als erste gesagt. Ihr könnt euch was anderes aussuchen. Ihr könnt gerne das creepy Baumhaus gehen. Lasst im Video super gerne einen Daumen nach oben da. Stopp, stopp. Grüßen. Grüßen. Handy. Handy. Seht ihr, Leute? Es lohnt sich, wenn ihr bis zu meiner dran bleibt, weil vielleicht werdet ihr dann gegrüßt. Heute grüßen wir Martin Bayer. Er hat geschrieben, könnt ihr mich bitte grüßen? Ich liebe eure Videos. Hashtag WikiSerinaFam. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Auch an euch alle. Liebe Grüße und tschüss. Und schickt uns unbedingt Fotos, wenn ihr auch so krass zu Hause habt.